Servus Leute, RageingRaptor.de hier und ich begrüße euch zu einer neuen Raptor-Analyse. Und zwar heute sind wir mit diesem kleinen, aber feinen britischen Panzer, nein, fein ist er nicht, diesem britischen leichten Panzer der Stufe 8 auf der Map Malinowka. Und ich denke, ihr wolltet sicher ein gutes Bot-Game sehen. Und ich muss sagen, manchmal muss man leider selber die Arbeit übernehmen. Das Botten und das Beschießen, das ist genau, was ich heute mit euch anschauen werde. Vor allem aber das richtige Benutzen der 15-Meter-Regel bzw. des Doppelbusches. Wir sind hier an und für sich ziemlich glücklich vom Gameplay her, oder besser gesagt vom Matchmaking her, weil wir sind Top-Tier in einem Achter ohne Gefecht. Und Achter ohne Gefechte sind an und für sich schon fast am spaßigsten. Aber das allererste, was ihr tun sollt, wenn ihr leichte Panzer fahrt, ist, analysiert mal die Aufstellung des Gegners und die Aufstellung von euch. Und ihr merkt, hoppla, 4 Scouts pro Team. Da, und das Zweite, was ihr jetzt mal merken sollt, ist, wo bin ich gespawnt? Ich habe einen Scheiß-Spawn, weil normalerweise fahre ich sehr, 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 sehr gerne da oben in diese Busch-Posi da oben rein. Die lohnt sich ziemlich gut, da kann man gut mal was botten. Sie ist knackig, sie ist eine Posi, die nicht so oft angefahren wird. Und bei einem Panzer, der langsam ist, der einen schlechten Spawn hat, gehe ich definitiv nicht dahin. Ich gehe auch nicht da drüben hin. Also immer ehrlich, ihr seht es ja, wir haben schon 3 andere Scouts und höchstwahrscheinlich wird sogar eine dorthin fahren. Und deshalb fahre ich in eine Posi, die ich normalerweise eher selten anfahre, aber die da drüben ist. Und mal gucken, wie das wird. So. Diese Posi da drüben ist eigentlich nicht so gut, weil ihr habt gar nicht so guten Überblick über die gegnerischen Campers. Und das ist so ein bisschen ein Problem. Darum fahre ich sie eher selten an, aber bei so vielen Scouts, ja Leute, da lohnt es sich, da mal hinzufahren. Und wir spotten auch schon 2 Leute, der TS5 und der Tiger 2. Und jetzt schaut mal, was wir tun. Wir warten mal, wir müssen den Spot-Schaden sogar durch 3 teilen, was ein bisschen blöd ist. Aber, da sagt der gute Raging, was soll der Geiz? Benutzen wir die 15-Meter-Regel. Und ihr könnt sehen, wir sind nicht aufgegangen. Obwohl wir geschossen haben, da ein Tiger 2 ist. Das ist die 15-Meter-Regel. Diese Regel, die müsst ihr euch einprägen, wenn ihr neu bei dem Spiel seid. Guckt euch an, wir haben hier die Büsche. Ihr könnt sehen, wenn wir im Sniper-Modus drin sind, sind sie undurchsichtig. Und das heißt, wenn ihr jetzt schießt, geht die Camo dieser Büsche nicht kaputt. Wenn sie durchsichtig sind und ihr schießt, dann geht der ganze Bonus, der diese Büsche euch geben, für die Camo flöten. Und deshalb können wir jetzt schön hier einzielen, einen Schuss dem Tiger 2 geben, ohne dass unsere Lampe dort oben angeht. Wir halten ihn auch noch ein bisschen länger gespottet. Leider gibt es keinen Spotschaden von der Arti. Und wieder fahren wir vor, um die 15-Meter-Regel zu benutzen, um eventuell auf ein LTTB zu schießen. Ihr könnt aber sehen, ich habe es nicht ganz korrekt gemacht. Also wenn wir jetzt schießen würden, ist sogar es eventuell möglich, dass wir gespottet werden. Aber jetzt machen wir es richtig. Der Scorpion G ist im offenen Feld für uns. Und tut mir leid, Scorp. Bye, bye. Nun, ich sehe weiterhin, dass der LTTB da rummucken will. Und darum könnt ihr sehen, ich fahre wieder so, dass ich da eigentlich nicht im Spot sein sollte. Ihr gesehen habt, ich habe ein bisschen Glück, dass der Tiger 2 sich die ganze Zeit hinter dem Haus versteckt hat. Aber jetzt merke ich so, wait a second, ich habe nicht perfekt gespielt. Und ich bleibe aber weiterhin eben. Manchmal ist es nicht gerade einfach und da habe ich ein Problem gemacht. Ich wäre gespottet gewesen, wenn der Tiger da drin oder da drinnen gestanden wäre. Aber ich denke mal, ich hätte den Tiger 2 sicher auch selber spotten können, wenn er in den Büschen steht. Und jetzt sehe ich da, hoppala, da ist ein WZ. Und da will mir natürlich die Hälfte des Spotschaden klauen. So sage ich mir, nee, das tue ich mir nicht an und darum fahre ich jetzt da unten lang. Ich sehe oft Leute, die am Anfang des Gefechtes dort runter Yalawa Bibi machen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so ein Fan von diesem Yalla-Move, weil es lohnt sich oft einfach nicht. Aber was ich jetzt machen kann, ist, die beiden sind nicht auf mich fokussiert. Und dann nehme ich doch diesen Free Damage mit. Ich wusste an und für sich, dass ich gespottet werde, weil auf diese 200 Meter spottet mich der Tiger 2. Egal was ist. Aber jetzt machen wir es ein bisschen kluger. Erstmal gehen wir ein bisschen weiter runter und gucken, ob wir eventuell die Chimäre beschießen können. Das gleiche gilt für den Tiger 2. Aber die Chimäre versteckt sich hinter dem Scorpion G-Fuck. Frack und den Tiger 2 können wir eventuell auf der Oberwanne penetrieren. Aber es war so ein 50-50-Shot. Und da war das Glück leider nicht auf unserer Seite. Der WZ-132 ist jetzt unter anderem auch zu uns gekommen. Aber zum Glück klaut er uns keinen Spotschaden. Und ich sehe, dass der Tiger 2 eventuell ein bisschen aggressiver fahren will.
Da er seinen Turm zu weit gedreht hat, schießen wir einfach durch die 80mm Seite durch. Wir wurden jetzt, glaube ich, auch gespottet vom ELC Even 90. Und da der WZ dahin guckt, sage ich mir, weißt du was, ich gehe jetzt hier hoch und gucke, ob der Tiger 2 uns Yolon will oder ob wir eventuell die Chimera bzw. den TS-5 beschießen können. Und siehe da, der Tiger 2 will uns Yolon. Ich gebe ihm nochmal einen Schuss, hoffe, dass die 130 PM schießt oder trifft. Was leider nicht der Fall war bei diesem Schuss. Mai, mai, mai. Aber das Gute ist, wir sind hier zwei Leute. Wenn der ELC Even 90 uns gejolot hätte, wäre das brenzlicher geworden, weil dann hätte auch der Tiger 2 aggressiver fahren können. Aber da er diesen Schuss verzogen hat, ja, macht der WZ hier einen sehr, sehr schönen D-Track-Schuss. Und ich dachte mir, vielleicht will er reparieren. Nee, will er nicht. Gebe ich ihm einen Schuss mit. Der ELC Even 90 wird sogar gespottet. Und der Tiger kriegt noch einen Schuss. Und ich denke mir so, weißt du was? Komm. Machen wir einfach einen Snapshot. Ich glaube, der will uns nicht mehr beschießen. Und da haben wir 1200 Schaden in diesem DPM-Monster. Aber nun, was sollen wir als nächstes tun? Als nächstes wäre es sicher mal gut, wenn wir den ELC Even 90 rausschießen. Aber da er so hinter dem Stein steht, können wir jetzt ohne Probleme hier vorne ranfahren. Und wenn wir hier vorne ranfahren, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir einen Schuss hier drüben hin. Noch kurz die Deckung wegfahren, dass wir auch was sehen, wenn er rauspiekt, was er genau da auch tut. Und bye bye Shadow King, danke dir vielmals für deinen Kill. Und wir sind auch nicht aufgegangen, weil er war der Einzige, der uns hätte spotten können. Nun, das ist ein bisschen riskanter. Ich probiere den KV-4 frontal zu pennen, ohne dass ich die 15-Meter-Regel anwende, aber er hat eine sehr, sehr, sehr schlechte Crew, wie ihr sehen könnt. Jedoch, jetzt zeigt uns seine Unterwanne, das sollte ein Easy-Pen-Hit sein mit AP, nimmt man gerne mit. Jetzt bin ich aber auch gespottet, aber da er mehr oder weniger der Einzige ist und der uns nicht fokussiert, denke ich mir, weißt du was, was soll der Geiz, probieren wir ihn weiterhin zu penetrieren, um so viel Schaden zu machen, wie es nur geht. Und er ist jetzt auch leider schon ein bisschen überschwärmt. Wir geben ihm nochmal einen schönen Schuss in die Unterwanne und wir haben jetzt nur noch APCR-Munition übrig. Ihr könnt sehen, er will uns, er detrackt uns zum Glück nur und ein Schuss schön im 90-Grad-Winkel in die Seite. Macht ihn zu einem One-Shot und höchstwahrscheinlich werden wir nichts mehr von ihm kriegen. Darum, voilà Bibi, wir fahren weiter und gucken, ob wir eventuell noch die restlichen Camper spotten können. Vor allem aber die Arti. Weil wir wissen ja alle, wie ich Arti überhaupt nicht gerne habe. Nun, ich probiere ein bisschen passiver diesen Busch oder diesen Wald anzufahren. Klar, viele Leute sind auf dem Hügel, aber ich will es trotzdem nicht riskieren. Denn wenn wir sterben, dann ist es nicht gut für unsere Runde. Weil klar, die Runde an und für sich sollte gewonnen sein. Aber man kann es nie vorsichtig genug spielen. Vor allem, wenn natürlich überlebt, gibt es mehr XP und natürlich auch mehr Damage noch, weil ihr noch mehr Damage machen könnt. Go figure. Darum fahre ich jetzt hier eher ein bisschen passiver an. Probiere von Busch zu hopsen und gucken, ja, spotte ich da jemanden eventuell? Nee, da habe ich jetzt niemanden gespottet. Heißt, nächster Busch reinfahren. Uppala. Und gucken wir, da haben wir die Arti gespottet. Was machen wir wieder? 15-Meter-Regel, wir fahren zurück. Und schöner D-Track. Gibt leider keinen Kill für uns. Oder gibt es eventuell einen Kill für uns? Nein. Aber da kommt der Pershing angejallert. Ich probiere einen Schuss. Leider geht der Schuss daneben. Weil der Panzer ja ziemlich ungenau ist während der Turmdrehung. Da haben wir nochmal 15-Meter-Regel. Probieren wir nochmal. Blindschuss. Und das war jetzt ein bisschen ein dummer Move von mir, hier stehen zu bleiben, weil er spottet mich jetzt auf 70 Meter ohne Probleme. Und wir werden jetzt leider ziemlich hart unter Beschuss genommen vom Prochetta, der auch jeden Schuss beinahe oder gefühlt trifft. Unser Motor ist jetzt leider auch hinüber. Zum Glück haben wir aber noch gerade wieder unser Rap-Kit über und wir können es reparieren und schauen, was wir als nächstes machen können. Die IS-3 da drüben zeigt uns den Turm. Ich probiere seine Kuppel zu penetrieren mit einer Goldmunition, aber toll, der Schuss fliegt ja super. Ja, 2200 Schaden, aber 1700 Spot bis jetzt ist gar nicht mal so schlecht. Wir haben nur noch 4 Schuss übrig und ich muss sagen, wenn wir nur noch 4 Schuss übrig haben, haben wir es gar nicht mal so schlecht gespielt. Kriegen wir den Kill auf dem Prochetto? Eine Ricochet. Aber zum Glück hat er noch so lange überlebt, dass wir noch einen Schuss machen können. Aber das Spiel ist jetzt vorbei. Der T-33 sagt auch, no cap, kill all, voilà bibi. Ich lade noch die 130 PM ein, da sie 4 Kills gemacht und somit wir die Medaille Waffenbrüder kriegen. Nimmt man gerne mit, ne? Und somit ist das Spiel vorbei. Wir haben gewonnen und ja, ich habe jetzt euch hier mal wirklich
gut, denke ich, zeigen können, wie man diese 15-Meter-Regel richtig benutzt. Und wir sind bei 2322 Schaden um 1700 Spot. Was wir aber gekriegt haben für diese Runde ist noch ein Ticken besser. Wir haben 2500 Schaden gekriegt, der Blindschuss auf den Pershing, und es war eine erste Klasse. Ja, 1187 Base XP ist definitiv nicht schlecht. Die 4 Kills nimmt man auch gerne mit. Und 2500 Schaden ist jetzt nicht das Höchste. Das geht an die 730 PM, die ja durch das gute Spotten von mir und dem WZ ja ordentlich Schaden machen konnte. 23 Schüsse, 19 Treffer und 14 Pens. Ich bin zufrieden mit der Runde und ich denke, das war's. Leider ein bisschen Minus gemacht, weil wir halt zu viel Gold gespammt haben und diese Goldmunition hier und da schlecht angebracht haben. Ob es jetzt mit dem D-Track war, ob es jetzt mit dem Miss war oder mit dem Ricochet auf den Prosciutto. Trotzdem, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Einen Daumen hoch nehme ich immer gerne mit, einen Daumen runter und Feedback bin ich immer mit dabei. Wenn ihr neu seid beim Kanal und gerne weiterhin solche Analysen sehen wollt, dann abonniert einfach und man sieht sich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bye bye.